Liebe Zuschauer von KTV, wir freuen uns sehr, dass wir als Gast Herrn Paul Badde begrüßen dürfen zu einem Interview. Paul Badde ist einer der bekanntesten Journalisten in der katholischen Welt, katholischer Journalist oder Journalist über die katholische Kirche. Herr Badde, Sie sind wie ein aufgehender Stern empfangen worden, als Sie während des Pontifikats Johannes Pauls II. Immer wieder die Auslandsreisen, verschiedene Ereignisse im deutschsprachigen Raum kommentiert haben. Eigentlich war es für viele die Quelle, um überhaupt diese Gestalt entdecken zu können. Was haben Sie denn für eine Ausbildung? Ich bin von Haus aus Lehrer. Nein, ich wollte immer Journalist werden. Aber als mein Studium zu Ende war, hatte ich gesehen, es war für das zweite Staatsexamen. Ich hatte den falschen Beruf ergriffen. Aber ich bin eigentlich als Lehrer ausgebildet. Ich habe auch Geschichte unterrichtet, Geschichte und Politik. Ich bin Gymnasiallehrer. Und seit wann arbeiten Sie als Journalist? Seit 1979. Und wo haben Sie da angefangen? Pardon. Mit dem alten das alte satirische Flaggschiff, das ist das Mutterschiff von Titanic, wo die ganze Frankfurter Schule herkommt, den großen Ein Satireblatt. Satireblatt. Und würde man ja heute auch nicht mehr vermuten. Nein, und noch sehr antiklerikal, aber ich bin damals. Und wie ging es dann weiter? Dann ging es zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Satireblatt ging ein. Wie viele Jahre haben Sie bei der FAZ gearbeitet? Von 1980 bis 1999. Am Anfang frei. Ja. Und dann den Rest, da war ich lange Zeit bei dem FAZ-Magazin, dieses Freitagsmagazin. Ja. Und bis zum 31. Dezember 1999 habe ich da gearbeitet. Und dann kam das neue Jahrtausend. Und wo haben Sie Ihre Heimat gefunden? In Jerusalem, auch für immer. Und das heißt, die berufliche Heimat vom 1. Januar 2000 an bei der Welt in Berlin, wo ich aber nie war. Ich war dann direkt nach Jerusalem entsandt worden. Aber haben für die Welt geschrieben, als Vatikan-Korrespondent. Als Korrespondent der über Welt. Jerusalem. Jerusalem, ja. Aber Sie sind ja bekannt als Vatikan-Korrespondent. Das kam danach. Welchem Jahr an? Von 2002. Ja, das ist mal eine Seite, wie Sie bekannt sind. Die andere Geschichte. Das war ja ein großer Durchbruch, dieses Buch über Guadeloupe. Das war für viele eine Riesenüberraschung. Der Paul Badde schreibt ein frommes Buch über die Gottesmutter und Sie haben mit Ihrer Sprache eine pastorale Meisterleistung vollbracht, sind in Bereiche vorgestoßen, wo sonst niemand etwas über Guadeloupe gelesen hätte. Und alle haben schon ein bisschen gespürt, da beginnt jemand ein echtes Missionswerk. Wie sind Sie denn drauf gekommen, über Guadeloupe ein Buch zu schreiben? Als Journalist, weil ich hatte da gefunden, was jeder Journalist sucht, und die meisten finden es nicht und sterben, ohne es gefunden zu haben. Was haben Sie denn da gefunden? Die größte Geschichte meines Lebens. Jeder Journalist sucht einen Scoop, eine ungeheuerliche Geschichte, die noch kein anderer geschrieben hat, eine große Entdeckung. Was war das Besondere? Dass diese Geschichte des Muttergottes erschienen ist, dass sie den Lauf der Welt verändert hat, dass sie fraglos ungeheuer viele Dinge bewirkt hat. Man könnte ja sagen, also mal kurz gesagt, dass in Lucht, da kommen jetzt die Leute hin und beten Rosenkranz. Aber in Guadeloupe, die hat da eine Nation geschaffen, die hat den Frieden geschaffen zwischen dem, das war ja ein Clash of Civilizations, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das die Spanier auf der einen Seite, die Azteken auf der anderen Seite, zwei vollkommen verschiedene Kulturen. Wenn die Marsmenschen gegen die Menschen von der Venus aufeinander getroffen wären, hätten sie nicht weiter auseinander sein können. Ein aussichtsloser Konflikt, und den hat sie in kürzester Zeit vollkommen befriedet. Und durch ihre Erscheinungen? Durch ihre Erscheinung und durch das Tuch, was sie hinterlassen hat. Was ist das für ein Tuch? Ganz kurz, sie ist im alten Indio erschienen, im Witwer. Sie hat ihm einen Auftrag gegeben, er soll zum Bischof gehen. Der Bischof sagt, nein, ich brauche ein Zeichen. Das ist ja Quatsch, du bist ein alter Indio, du willst mich nur reinlegen auf deinen Göttinnenhügel, willst mir ein Bein stellen. Ich brauche ein Zeichen. Da geht er zurück zur Mutter Gottes beim vierten Treffen oder beim dritten und sagt, der Bischof will ein Zeichen. Dann sagt sie, wenn er ein Zeichen hat, soll er ein Zeichen haben. Geh bitte auf den Hügel, pflück da oben die Rosen, die du da finden wirst, zwar mitten im Dezember, die Blumen.
pack sie in deinen Tilma ein, bringen sie mir und dann sehen wir weiter. Und dann hat er es gemacht, es ging klirrend, kalter Wintermorgen, ging er oben auf den Berg, plötzlich war alles, blühte alles in, wie im Paradies. Er hat diese Blumen gepflückt, eingewickelt in seine Tilma. Er brachte sie zur Jungfrau runter, die auf dem Bergabhang stand. Sie hat die angeschaut, hat sie angehaucht, zurückgelegt. Er brachte sie zum Bischof und sagte, lieber Bischof, hier ist das Zeichen. Und öffnete die Tilma, die Blumen fielen raus. Und da blieb auf der Tilma blieb das, ihr Bild. Seit diesem Tag ist das da. Und dieses Bild ist unzerstörbar.